Hallo und herzlich willkommen zurück zum Flopsewald. Ja, wir probieren es nochmal. Wir machen die Taktik einfach wieder relativ langsam laufen und immer zwischen den Bäumen. So, dass die Bäume uns nicht sehen. Gut. Nee, hier wird's auch dichter, Mann. Laufen wir hier lang? Ja. So. Genau. Wir sind ja quasi, wir laufen jetzt quasi den Weg wieder hier lang, ne? Also wir dürfen uns also von den Gesichtern der Bäume nicht anschauen lassen. Ich glaube, wir sind wieder auf dem richtigen Weg. Nein. Gut, das hat den Vorteil, noch immer wegzurennen. Jetzt war es ja hauptsächlich einfach nur hier lang. Ich glaube, hier konnten wir rein, ne? Nein, 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 nein. Doch, hier konnten, oder mussten, nee, hier lang kommen wir auch, oder muss man hier rein? Super. Gut, laufen wir mal ein bisschen zurück. Hier rein war falsch, ne? Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das richtiger ist hier. Mann. Hier lang können wir nicht, ne? Nein. Gut. Hier lang, also. Wir laufen hier lang. Wir laufen nicht da lang. Gut.
Nein, ich will nicht auf den Baum klettern, aber passiert noch was Schlimmes. Was doof ist, was ich nicht will. Jetzt mal wieder hier. Bleiben. Ich jetzt hier runter gehe. Nee, auch nicht. Aber der schaut uns doch auch die ganze Zeit an. Und der wo sind wir denn jetzt? Ich glaube, wir laufen gerade, wir sind gerade auf dem Weg, wieder perfekt zurückzugehen. Gehen wir mal hier lang. Gibt es einen Unterschied, wie die Bäume gucken? Wir laufen mal hier lang zu dem. Sag mir doch mal warum. Okay, wenn wir hier lang gehen, geht das auch. Wenn ich jetzt hier reingehe. Da muss man vielleicht schon immer einen Baum gesehen werden. Wir sind jetzt wieder hier. Muss man vielleicht von jedem Baum einmal gesichtet werden? Das kann natürlich auch sein, dass genau das Gegenteilige ist, wie ich gedacht habe. So, weil jetzt werden wir nämlich von niemandem keinen Baum gesehen, oder? Tatsache. Doch von dem. Und deswegen, ja. Gut, wir laufen hier vor dich. Oh Mann, der hatte doch den Mund. Ich verstehe das System dahinter einfach nicht. Also, es muss doch irgendwie was total offensichtliches sein, was ich. Gut, was ist, wenn ich straight geradewegs jetzt nach da renne? Erstmal. Komme ich auch schon relativ weit. Wir gehen jetzt mal wirklich wieder mal dort zum Abgrund. Oh. Ach, warum muss ich denn auch dann da hochspringen? Genau. Nicht genau. Ich kann doch jetzt nicht hier eine Folge lang bringen, wie ich einfach durch die verlorenen Wälder renne. So, hier. Okay, ich gehe jetzt hier rein. Genau. Ich gehe nicht hier rein, ich gehe jetzt hier lang. Thank you.
Gehen wir mal genau hier rum. Nein, wir gehen erstmal in die Mitte. Wir gehen erstmal diesen Kackpfad hier lang. Blöder Schrei, den lassen wir uns ja mal in Ruhe. Wo ist man jetzt? Warte mal. Doofes Schwert weg hier, können wir nehmen mal was Edles. Was haben wir denn da? Link, der Rest liegt an dir. Du bist unsere letzte Hoffnung. Bitte. Was? Ich muss kurz eingenickt sein. Wer bist du? Oh, endlich bist du gekommen. 100 Jahre. So lange hast du mich jetzt hier auf deinen Besuch warten lassen. Ich dachte schon, ich verdorre. Bis du dich endlich blicken lässt. Aber so wie du mich ansiehst, scheinst du dich an gar nichts mehr zu erinnern, Bruder. Ich wache über Hyrule. Seit es diese Welt gibt, stehe ich schon hier. Mein Name lautet Dekubaum. So nennt man mich von Alters her. Diese Waffe wurde vor Urzeiten von der Göttin erschaffen. Nur der auserwählte Ritter darf sie führen, um damit die Verheerung zu bekämpfen. Das heilige Bannschwert. Und ob du es glaubst oder nicht, du selbst warst es, der vor 100 Jahren das Schwert aus seinem Stein zog. Doch übe dich in Geduld, mein Junge. Wer auch immer wagt, es zu ziehen, wird von dem Schwert selbst auf eine harte Probe gestellt. Ich kann nicht sagen, ob du in deinem jetzigen Zustand seiner würdig bist. Wenn du versuchen solltest, es aus dem Sockel zu ziehen, bevor du deine einstige Stärke wiedererlangt hast, wirst du auf der Stelle den Tod finden. Ha 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 ha!
Wer dieses Schwert ziehen will, muss auf der Höhe seiner wahren Kraft sein. Wollen wir sehen, ob du bereit bist? Ja, Mensch, da haben wir den Dekobaum gefunden. Ich weiß nicht, ich würde es ja gerne probieren. Was haben wir hier? Prinzessin Enziane. Ich würde mal sagen, mal kurz, ne? Speichern, speichern, speichern. Lalalala. Oh. Das ist verrückt. Wenn du das hätte ich dich gestoppt, wärst du gestorben. Beim nächsten Mal werde ich dich aufhalten. Wenn du dich der Prüfung stellst, musst du bereit sein. Okay. Okay, gut. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es hier ein bisschen leckt. Ran an die Prüfung, das hört sich ja super an. Ich will erstmal zu eurem Markus. Willkommen, willkommen, schön dich zu sehen. Werter Held, wenn du Fragen hast, wenn du Fragen zu diesen Wäldern hast, frag Markus. Denn Markus macht das schon. Wenn du mit dem Dekobaum sprechen möchtest, kletter einfach hier hoch. Achso, das ist Markus. Hallo Markus. Die größten Kuriositäten im Wald der Krogs sind natürlich der Dekobaum und der Schwertsockel. Wenn man für Kuriosität mal jemand die Wurzeln langzieht. Im Dekobaum haben wir einen Platz zum Ausruhen und andere nützliche Dinge für dich vorbereitet, werter Held. Ja, und der Schwertsockel dort ruht. Mann! Ja, und der Schwertsockel! Dort ruht das heilige Wandschwert. Dazu braucht man im Grunde ja nichts weiter zu sagen. Hier ist noch eine recht interessante Information. Der Schwertsockel liegt exakt im Zentrum des Waldes. Vom Sockel aus kann man die Waldwege besser erkennen als von irgendwo sonst. Und die Bodenlampe am Wegrand dienen zur Orientierung. Auf die solltest du immer ein Auge haben. Wenn du dich also doch mal verläufst, kehre am besten zum Schwertsockel zurück. Brauchst du meine Hilfe noch? Das heilige Bandschwert, das alles Unheil versiegelt, das nur du allein führen kannst. Du hast es endlich gefunden. Es war ganz schön gut versteckt, oder? Wir haben uns Zeug gelegt, damit nicht einfach irgendwer per Zufall darüber stolpert. Hoffentlich haben wir es nicht übertrieben. Ich meine, hast du dich in den verlorenen Wäldern verlaufen? Ach, was rede ich? Natürlich nicht, sonst wärst du ja nicht hier. Entschuldigung. Du willst den Wald verlassen? Naja, es war irgendwie abzusehen, dass du... Nein, 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 nein. Ach so. Dementsprechend sind wir auch natürlich vorbereitet. Gehe vom Schwertsockel nach Osten, bis du recht einen Wegweiser siehst. Wenn du dann dort einfach den Hügel hochgehst, kommst du zu einem Geisterbaum. Dem spazierst du einfach in den Mund und so wirst du aus dem Wald gebracht. Wäre ja auch ein bisschen anstrengend, wenn man noch mal durch die verlorenen Wälder laufen müsste, oder? Brauchst du noch Hilfe? Nein. Ja, bis zum nächsten Mal. Ach, guck mal, hier kann man hoch. Kann man sprechen, was? Wer dieses Schwert zieht, muss auf den Kräften sein. Wollen wir sehen, ob du bereit bist. Ja, okay, wenn du nicht mehr zu sagen hast. Gut. Gucken wir mal, was hier drin noch vorbereitet ist. Hier kann man kochen. Ah, die Holzkelle haben wir schon. Gut.
Da ist eine Maxi-Rübe, die nehme ich mir gleich. Holzpfeile. Elektropfeile. Alle bitte. So. Alle bitte. So. Und dann bitte. Dann die Maxi rüber. Sie. Komm, spring drauf. Komm. Komm. So. Ich wollte mal kurz gucken, ob wir hier alles haben. Ein Schwertling haben wir noch nicht. Sieh mal eine andere, haben wir denn jetzt? So, euch haben wir. Rüstling, jawohl. Ich möchte eigentlich nur den Maxi-Trüffel. Das andere interessiert mich jetzt nicht so. Was haben wir hier hinten? Ah, hier können wir uns ausruhen. Aus einer kleinen Eichel kam eine große raus. Okay, also hier geht's jetzt. Ach so, das sind die Boden, an denen man sich nicht so weit entfernen darf. Okay. Markus macht schon. Reden wir nochmal mit dir unten. Hä? Nein, bist du etwa. Du bist nicht der Held, der werte Held. Hab mir gleich sowas gedacht, als der Pilz auf meinen Kopf auf einmal gewachsen ist. Ugh. Das war ein Omen. Nee, war nur ein Scherz. Die wachsen tatsächlich Pilze auf dem Kopf. Wir haben uns für dich ein paar Prüfungen einfallen lassen, werter Held. Wenn du diese sehr schwierigen Prüfungen schaffst, dann solltest selbst das Herausziehen des Masterschwerts kein Problem mehr sein, zumindest wahrscheinlich. Und warte erst mal ab, bis du meine Prüfung siehst. Die Prüfung des Ältesten vom Wald der Crocs. Willst du dich der Prüfung stellen? Du überlegst erst, bevor du handelst, was? Sehr weise. Also, was die Prüfung der Crocs angeht. Sie werden dich zu den Schreinen im Wald der Crocs führen, damit du groß und stark wirst. Es ist eine Zeremonie, der jeder Croc absolvieren muss. Der legendäre Held selbst hat sie uns gelehrt. Ich habe es schon geschafft. Mornus auch. Die beiden da drüben ebenfalls. Sogar der Dekobaum. Ich mache nur Spaß, oder vielleicht doch nicht? Nummer 1 im Südwesten, Macht der Anziehung. Nummer 2 im Nordwesten, der Pilgerweg. Nummer 3 im Osten, die Feuerprobe. Versuch alle Prüfungen, wie ein wahrer Held zu meistern. Es gibt sogar wertvolle Preise zu gewinnen. Spätestens das sollte dich dazu Höchstleistung anspornen. Na, machst du's? Ich guck mich nochmal an, weil im Hintergrund da sehe ich was. Was? Du willst dich? Aber wäre doch schade, die ganze Vorbereitung. Komm schon, ich erzähl dir auch von dem lustigen Fehler, den Maronus beim Einstudieren des Tanzes gemacht hat. Was? Nicht mal das macht steigerig. Das war's, ich gebe auf. Ich komme schon bald wieder. Das laggt hier. Ich hoffe, das merkt man bei der Aufnahme nicht so. Ach, was Moronus. Oh, du bist es! Warum so still? Ich bin es doch! Der Musikant aus den Wäldern der Crocs, Moronus! Maronus meine ich natürlich. Wie sehr hast du deinen Weg durch die verlorene Welt hierher gefunden? Und du hast die Crocsamen, die du für mich finden wolltest. Wenn das so ist, wenn du mir Crocsamen gibst, ja, ich hätte gern eine größere Waffentasche. 0,12, oh Gott, wir können zu Gott, 0,4. So. Sehr angenehm. Ja.
So. Dann haben wir da jetzt insgesamt Platz für 15 Stück. So. Dann nehme ich mal die Bogentasche. Oh Gott, 3. Dann haben wir auch gleich die größere Bogentasche. Dann machen wir die mal auch gleich mal zu 10 voll, ne? So, und dann vergrößern wir diesen Part nochmal ganz viel Sachen. So, ja, komm. Tada, hier hast du die. Und dann noch einmal und gucken dann, wie viel das jetzt kostet. Da. Ja, ich möchte nochmal eine größere Bogentasche. Wie viel kostet das? 8. Easy peasy. Alles gut, ja, bis dann. Ich will noch kurz gucken. Okay, bei dem Schilden können wir mal 1 machen, ne? Machen wir mal von die Schildtasche einen Platz mal mehr. Dann haben wir dort 5, die wir tragen können. Ein Kroxer. So. Da haben wir noch einen Platz für ein weiteres Schild. Finde ich jetzt nicht sonderlich schlecht. Waffentasche. Ja. So, die zweite können wir dann, glaube ich, nicht mehr zahlen. Den nächsten Slot. Oh. Dann können wir die Waffentasche nochmal. 35. 35. Gut, dann hauen wir jetzt alle mal auf. Versuchen wir mal so viel wie möglich jetzt da zu machen. So, dann haben wir mal jetzt noch mal einen Bogen mehr. So. Da-da-da-dam. Größere Bogentasche. Und die nächste Bogentasche wird auch nicht gehen, ne? So, dann die Schildtasche. Ja. Mhm. Damals die Bogentasche, Schildtasche noch mal ein bisschen größer gemacht. Und wir können noch mal die Schildtasche noch mal größer machen. Ja, komm, einmal geht noch, oder? Ja, geht noch einmal. Ja, geht noch gerade so. So. Da haben wir die Schildtasche verdoppelt sogar. So, jetzt sollten wir erstmal wieder weniger Probleme haben mit Zeug. Wir haben jetzt hier 4 mehr und hier haben wir 3 mehr. Ja, ist jetzt nicht die Welt, aber immerhin besser als vorher, ne? Ja, doch, hier gehen die Frames definitiv in den Keller. So, schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um. So eine Bohne eigentlich sammeln.
Aber hier geht noch ein kleiner Pfad hin. Da gehen wir mal den kleinen Pfad hier entlang. Meine sieht ja auch ganz nett aus. Werter Held, ich hab bereits auf dich gewartet. Hier findest du die schwierigste Prüfung der Crocs, die Feuerprobe. Du musst es mit dem Croc-Waffenset bis am Ende das schaffen. Ein andermal. Ja, ich würde aber auch sagen, dass wir uns erstmal im nächsten Mal den Schrein vornehmen. Im nächsten Part. Ich werde jetzt noch einen aufmachen. Ich werde jetzt noch mal einen anfangen. Also noch einen Part machen mit dem Schrein. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin. Tschüss.